Du bist jetzt in der 37. Schwangerschaftswoche. Warum sagst du die ganze Zeit, dass euer Sohn jeden Moment kommen könnte? Das ist ein Kommentar, den ich in letzter Zeit mega oft gelesen habe. Aber ihr müsst wissen, nur 2% der Kinder kommen am Entbindungstermin. Lina zum Beispiel kam eine Woche früher und Henry sogar einen ganzen Monat. Und deshalb kann man sich darauf nicht verlassen. Es könnte wirklich jederzeit soweit sein. Aber eins kann ich euch sagen, die Mäuse kommen genau dann, wenn es richtig ist und wenn sie bereit sind. Und weil Erinnerungen einfach das Schönste auf der Welt sind, haben wir heute nochmal spontan Bilder mit meinem Babybauch und auch der Maus zusammen gemacht. Könnt ihr glauben, wie groß die Maus schon geworden ist? Ich habe das Gefühl, sie war gestern noch in meinem Bauch und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie groß die Liebe sein muss, wenn man einfach zwei Kinder hat. Ich freue mich wirklich so unendlich auf den kleinen Mann, auch wenn ich immer noch starke Angst vor der Geburt habe, aber ich weiß, ich schaffe das. Hier hat Henry ihn übrigens gefragt, wann er kommt und leider ging nur die Mailbox ran. Und wenn ihr Tipps habt, wie ich mich wieder genauso auf die Geburt freuen kann wie letztes Mal, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin euch immer mega dankbar und es hilft mir wirklich viel. Was mir persönlich mega viel Kraft gibt, ist, dass ich weiß, dass Henry an meiner Seite sein wird und dass er immer da ist, egal was kommt. Wir haben so tolle Bilder gemacht und haben euch das erste gerade schon hochgeladen. Schreibt gerne mal in die Kommentare.